Danke, dass Sie gekommen sind und damit ein sichtbares Zeichen dafür setzen, dass wir nicht irgendwann, sondern umgehend, das heißt konkret, sofort aus der Atomenergie aussteigen müssen. Und dass wir das nicht nur hier in Bremen fordern, an einem Ort, an dem seit Jahrzehnten Bewusstsein geschaffen worden ist, dank vieler Engagierter im Umweltbereich, in kirchlichen Bereichen, auch in Gewerkschaften, sondern dass wir in einer großen solidaren Aktion uns heute befinden an 21 Orten in ganz Deutschland, auch fernab von Atomkraftwerken, wird heute sichtbar gegen die Atomenergie als menschenverachtende, menschengefährdende Großtechnologie demonstriert. Es sind die größten Demonstrationen in der Geschichte der Anti-Atom-Bewegung. Freuen uns wir, diejenigen, die seit Jahrzehnten gegen diese Atomenergie kämpfen, freuen uns besonders, dass so viele junge Menschen auf diesem Platz und in ganz Deutschland sich engagieren. Herzlich willkommen, ihr seid die Zukunft unseres Landes. Denn 25 Jahre nach der gewaltigen Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, unter der Hunderttausende von Menschen nicht nur gelitten haben, sondern gestorben sind und weiter sterben werden. Die Katastrophe ist ja noch lange nicht beendet. Hat sich das in Fukushima ereignet, was auch das Bundesverfassungsgericht als hypothetisches Restrisiko bezeichnet hat. Es ist eben kein hypothetisches Restrisiko mehr, wenn alle 25 Jahre auf unserem Globus ein oder mehrere Atomkraftwerke einen GAU haben, wenn Hunderttausende, Millionen Menschen in ihrer Existenz gefährdet werden, wenn Milliarden Folgeschäden entstehen, meine Damen und Herren, dann ist das kein hypothetisches Restrisiko, sondern ein reales Risiko, welches uns zum Aussteigen zwingt. Und wir müssen aussteigen aus dieser Technologie, bevor es zu spät ist, bevor wir durch diese Risikotechnologie zum Aussteigen aus unserem eigenen Lebensraum gezwungen werden. Und deswegen die zentrale Forderung mit Ausstieg irgendwann. Keine Akzeptanz für einen Ausstieg 2020, 21, 22, denn dann wäre Fukushima umsonst gewesen, wenn der alte rechtliche Zustand im Jahre 2011 wiederhergestellt würde. Nein, ein Sofortausstieg, es heißt, ein Ausstieg ohne schuldhaftes Zögern ist notwendig. Und wir können aussteigen, wenn wir aussteigen wollen. Und wir dürfen nicht akzeptieren, dass wir allein für den hirnrissigen Stand-by-Betrieb nicht genutzter elektrischer Geräte die Leistung von zwei Atomkraftwerken in Deutschland benötigen und damit, und das muss uns allen klar sein, nicht unsere Jugend die Zukunft wegnehmen, sondern Tausenden von Generationen die Folgekosten dieser Hirnrissigkeit auflasten. Das hat mit Ethik, mit Moral, mit Anstand, mit Respekt von kommenden Generationen nichts zu tun. Das ist das Gegenteil. Das ist maßlose Verschwendung zulasten kommender Generationen. An die Bundesregierung gerichtet, die ja an diesem Wochenende bzw. am Montag die endgültigen Beschlüsse fassen wird. Es wird keinen gesellschaftlichen Konsens geben. Es wird keinen gesellschaftlichen Frieden geben, wenn eben nicht nach Fukushima etwas anderes ist als vor Fukushima. Wenn nur das wieder in Kraft gesetzt wird, was gegolten hat, dann haben wir nichts gelernt, dann wollen wir nichts lernen, dann wollen wir nur, dass weitere Milliardengewinne die Konzerne verdienen zu unseren Lasten und dazu sind wir nicht bereit. Und ich halte eines der Argumente in der letzten Zeit für besonders makaber,
Nämlich, dass jetzt die soziale Frage diskutiert wird, Stichwort Strompreiserhöhung, der Untergang von Deutschland als Wirtschaftsstandort beschworen wird. Und dass dies passiert in einer Zeit, in der in 10 Jahren die Haushaltstarife sich verdoppelt haben. Nicht um 5 oder um 10%, wie bei einem Atomausstieg gestiegen sind, sondern um 100%. Und niemand hat die soziale Frage diskutiert, weil nämlich die Folge dieser Kostenexplosion die Vervierfachung der Gewinne der 4 Atomkonzerne war. Das ist die Realität. Und wenn man die soziale Frage ernst nimmt, dann muss man den Menschen helfen, entsprechend Strom zu sparen. Dann darf man sie nicht durch die Werbung irreführen. Und dann muss man wissen, wir müssen die Gewinne der Konzerne verringern und nicht entsprechend die Einkommen unserer sozial Schwächeren. Die Bundeskanzlerin hat einen Eid geschworen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Sie hat keinen Eid geschworen, die Gewinne der Atomkonzerne zu sichern und zu halten. Wir fordern diesen Eid ein. Nichts anderes wollen wir. Wir werden weiter hinweisen auf das Unrecht in Gorleben. Wir fordern Ausstieg und dann eine offene Standortsuche. Und es darf kein Bundesland geben, welches von vornherein sagt, bei uns nicht. Das gilt vor allem für das Bundesland, aus dem ich selber komme, nämlich aus Bayern. Es ist unmoralisch und hat mit christlich nichts zu tun, am meisten an der Atomenergie zu verdienen, verdient zu haben und entdeckt, den sollen die anderen haben und dafür büßen. Meine Damen und Herren, das ist das Gegenteil von christlich und von Verantwortung. Und wenn wir überhaupt diese Diskussion, in der wir uns befinden, inzwischen erreicht haben, dann muss uns klar sein, nicht durch fachliche Argumente, sondern nur durch den sichtbaren Protest auf der Straße, nur durch entsprechende Wahlergebnisse haben wir das erreicht. Und das heißt im Klartext, keine Stimme für Atomparteien mehr in Deutschland. Denn offensichtlich wird man diese Sprache von der verantwortlichen Politik verstanden. Ich danke Ihnen. Ich habe hier die Miniaturausgabe einer Glocke aus der Sophienkathedrale in Kiew in der Ukraine. Sie ist das Gastgeschenk eines der letzten überlebenden Hubschrauberpiloten von Tschernobyl, Oberst Andriy Misko. Vor 25 Jahren kreiste er als junger Mann mit seiner Besatzung über den geborstenen Reaktorblock in Tschernobyl, um Schüttmaterial abzuwerfen. Das geschah, um nach der Explosion des Blocks noch Schlimmeres für ganz Europa zu verhüten. Anlässlich einer Ausstellung war er hier in Bremen zu Gast und er brachte dieses Glöckchen als Geschenk mit für uns. Er wusste, was am 28. Mai heute passieren soll. Die Originalglocke läutet jeweils zum Jahrestag der Reaktorkatastrophe und auch bei erfreulichen Anlässen. Andriy wäre heute gern dabei gewesen, aber er ist seit damals wegen der enormen Strahlenbelastung schwer invalide und kann nicht schon wiederkommen. Aber er bat darum, wenigstens mit dem Glöckchen uns seine Solidarität mitzuteilen und von ganz Kiew, wie er sagte. Er spricht kein Wort Deutsch, aber seine Botschaft ist unüberhörbar auch die unsere. Kernkraft ist nicht beherrschbar und nicht fehlerfreundlich, ob nun durch Menschen wie in Tschernobyl oder durch die Natur wie in Fukushima ausgelöst. Ein Atommeiler ist nicht sicher, das liegt in seiner Natur. Und Atomkraft gebiert immer siamesische Zwillinge. Sie ist sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich nicht nur schädlich, sondern tödlich. Und für immens lange Zeit auch zerstörerisch. Ganz abgesehen von der unserer Ansicht nach unlösbaren Endlagerproblematik. Niemand möchte das Zeug haben. Weder die Bayern noch die Bremer noch sonst jemand. Aber es ist da. Uns geht es in der Kirche, in der bremischen evangelischen Kirche und auch in der gesamten Kirche in Deutschland heutzutage nicht um romantische oder naive Technikfeindlichkeit, sondern um kluge Techniksteuerung zur Energieerzeugung. Es gibt vor allem in Norddeutschland regenerative Alternativen genug.
Und große Teile der Politik haben sich seit Fukushima in diesem Punkt entlarvt. Und da sind wir in der bremischen Kirche wach geworden. Es hieß, seit 1985, als der kirchlich-konziliare Prozess für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung begann, seitens der seinerzeit Regierenden bis heute gebetsmühlenartig, nein, wir können niemals Kraftwerke abschalten, die mit Kernkraft funktionieren, unmöglich. Im Gegenteil, ein Energieloch droht. Kernkraftwerke sind für unsere Industriegesellschaft und den Wohlstand überlebenswichtig. Und seitdem dreht sich diese Gebetsmühle. Es gab genug Entscheidungsträger in Wirtschaft und Politik, die ihr seit damals reflexhaft immer wieder neuen Schwung zu verleihen suchten. Bis vor einem Monat war das auch noch in den Reihen der Regierungskoalition so. Fukushima hat das verändert und diese Gebetsmühle steht endlich still. Im Moment jedenfalls, es scheint auf einmal zu gehen, da wäre wohl anzumerken, dass diese Gebetsmühle den Stresstest nicht bestanden hat. Die bremische evangelische Kirche, die sich als jüngerer Teil sozusagen des ältesten Global Players, nämlich der Weltkirche, durchaus mit Gebetsmühlen auskennt, ist Mitveranstalterin dieser Demo. Sie bemüht sich schon seit Jahren mit diversen Klimaschutzprojekten, Umweltmanagementsystemen und ökofairem Einkauf den CO2-Ausstoß messbar zu reduzieren und ökologische mit sozialen Standards zu verbinden, um damit den Alltag auch schöpfungsverträglicher für sich und vor allem die Nachkommenden zu gestalten. Weil wir die Beschöpfung, ich spreche jetzt biblisch und dafür stehe ich hier auch, nicht nur bebauen, sondern auch bewahren sollen. Aus diesem Grund hat das bremische Kirchenparlament, haben also die Vertreterinnen aus allen 62 Gemeinden, den schnellstmöglichen Ausstieg aus der Kernenergie befürwortet. Schon vor dem Minitekel von Fukushima. Und gerade die Kirche mit ihrer oft nicht sehr heiligen Geschichte möchte heute Flagge zeigen, auch wenn wir seit 1945 nicht wirklich eine Flagge haben. Wir haben auch Grund genug dazu. Gegen die Leugnung und gegen die Verharmlosung der immensen Risiken jeder Form der Kernenergie fordern wir daher als Christinnen und Christen im Sinne des Vorsorgeprinzips ganz einfach Schluss mit Atomkraft, Ausstieg sofort, Energiewende jetzt. Danke. Mit dem armen Märchen drohen kann. Wir könnten unseren Lebensstandard ohne Atomenergie nicht halten. Da muss uns eines ganz klar sein. Schwarz-Gelb wird keinen einzigen Schritt in Richtung Ausstieg freiwillig tun. Wenn wir eine echte Energiewende wollen, dann müssen wir sie erkämpfen. Mit den heutigen Demonstrationen in 21 Städten widersetzen wir uns den Atomhardlinern in der Politik und den vier Atomkonzernen, die gerade alles daran setzen, die Abschaltung möglichst vieler Atomreaktoren zu verhindern. Und uns widersetzen, das wollen wir in den nächsten 3 Minuten in allen 21 Städten zeitgleich tun. Und zwar wortwörtlich. Wir möchten euch einladen, euch hier und auf diesem Platz hinzusetzen. Unsere Botschaft an Regierung und Konzerne ist, wir bleiben jetzt dran. Wenn ihr jetzt nicht konsequent aussteigt, dann bekommt ihr es mit dem Widerstand vieler tausender Menschen zu tun. Wenn die Regierung jetzt einknickt und den Ausstieg weiter herauszögert, dann ist für viele Menschen ein Punkt erreicht, an dem sie sagen, nicht mit uns. An dem sie entscheiden, das erste Mal einen Schritt weiter zu gehen. Sollte die Regierung weiter auf Atomenergie setzen, werden wir von der Kampagne schlussendlich bei x-tausendmal quer uns dem in den Weg setzen. Wortwörtlich. Ab dem Pfingstwochenende direkt vor Ort. Mit einer gewaltfreien Sitzblockade versperren wir die Zufahrtsstraßen und hindern die AKW-Mitarbeiter daran, ihren Arbeitsplatz zu erreichen. Wenn die Regierung plant, einen Reaktor in Esenshamn nach dem Moratorium wieder anzufahren, dann werden wir dort vor Ort sein. Aber weil wir alle wissen, es geht nicht nur um die ältesten Reaktoren. Kein AKW ist ohne Risiko. Deswegen werden wir auf jeden Fall in Brockdorf blockieren, wo der Reaktor an Pfingsten wegen Revision vom Netz ist. Wir werden nicht locker lassen, bis auch der letzte Reaktor endgültig vom Netz gegangen ist. Es ist an der Zeit, den Ausstieg selbst in die Hand zu nehmen. Pfingsten und danach sitzen wir mit vielen, vielen Menschen deswegen auf der Straße. Wir setzen dabei auf euren Mut, eure Kraft und eure Entschlossenheit. Danke.